tief, ganz tief. Gleisen wir Milliarden Kilometer tief in die Tiefe unseres Herzens. Vor Milliarden von Jahren ist die Erde entstanden. Urgeräusche haben sich eingestellt. Das erste Leben ist in den Meeren, wahrscheinlich in den Meeren entstanden. Durch Eiszeiten, vielen Milliarden von Jahren, entstand die Vielfalt von Pflanzen- und Tierwelt auf diesem Planeten. Und von irgendwoher entstand die menschliche Spezies. Roh und wild, unschuldig und rein. Es könnte Adam und Eva sein. Adam und Eva waren im Paradies wohl allein. Und Adam fragte sich, was mache ich eigentlich hier? Er lebte zuvor mit Lilith auf dieser Erde. Und Lilith, sie wusste alles, sie kannte alles. Und Adam fragte den Herrn, was bin ich eigentlich als Mann? Hier in deinem Paradies. Ich fühle mich nicht so richtig als Mann. Wenn Lilith dasselbe kann,
Und dann kam der liebe Gott. Eine Rippe von Adam und schnitzte ihm die Eva. Das Erdenweibchen, die Urfrau, die reine Weiblichkeit. Adam konnte seine Männlichkeit spüren. Und er war glücklich, dass er erkannte, was er nicht ist. Und konnte die Schönheit der reinen Weiblichkeit in Eva finden. Er war glücklich und auf einmal ging die Souveränität von Lilith zurück. Lilith sagte sich, was hatten die, was ich nicht habe? Lilith kann alles, Lilith weiß alles. Lilith ist eine Frau. Und ein Mann. Sie ist voll entwickelt. Lilith hat ihre weibliche und ihre männliche Seite voll entfaltet. Und jetzt kommt diese Eva daher. Die liebt Adam so sehr. Und er genießt es. Diese Weiblichkeit. Diese tiefe Weiblichkeit von Eva zu spüren. Und sie verstand nicht, warum Adam sich immer mehr für Eva interessierte. Irgendwann fuhr der Zorn von Lilith so massiv in sie hinein, dass es sie von der Erde ins Universum schleuderte. Und seitdem kreist Lilith im Universum. Und Adam lebt nun mit seiner Eva hier im Paradies. Aber die Energetik hielt die Verbindung. Und Lilith hielt alles im Auge, was da unten geschah. Und Lilith hat die energetische Verbindung mit der Schlange im Paradies aufgenommen. Und auf diesem Weg versuchte Lilith über die Schlange Adam zu zeigen, was diese Eva doch für eine primitive Frau im Gegensatz zu der Vollkommenheit von Lilith ist. Und deswegen wusste Lilith nur, wenn Eva in den Apfel des Baums der Erkenntnis beißt, wird alles sichtbar, was Eva von Lilith unterscheidet.
Doch Adam liebte auch Lilith. Und nicht nur die Eva. Und das Herz von Adam begann zu weinen. Warum kann Eva mit Lilith und Lilith nicht mit Eva klarkommen? Die tiefe Sehnsucht in Adam entstand. Und er wünschte sich den Frieden zwischen Adam, Eva und Lilith. Aber dass sie verstehen konnten, was Frieden bedeutet, ging die Menschheit doch viele Tausende und Abertausende von Jahren erstmal durch die Welt der Kriege und der Schlachten. Alle Kriege, alle Schlachten wurden geschlagen. Der Krieg zwischen Eva und Lilith, der Krieg zwischen Adam und Lilith, der Krieg zwischen Eva und Adam und später dann der Krieg unter den Lilith-Frauen, genannt Amazonen, und der Krieg unter den Eva-Frauen, genannt Weiber. Das Weib im Leib der Frau. So durchlebte die Menschheit die erste Rasse und sie ging unter. Die zweite Rasse und sie ging unter. Die vierte Rasse und die dritte Rasse, sie gingen unter. Und mit Atlantis ging die fünfte Rasse unter. Jetzt hier in der sechsten Rasse kam dann dieser Mann, der alles kann. Medusalem. Schaffte das tausendjährige Reich der Liebe. Ei, 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 egal,
ganz egal. Ing Chagall ist aus der Mongolei. Ob Henne oder Ei, wir reisen jetzt in die Mongolei. Ganz egal, mit Ing Chagall reisen wir in die Mongolei. Ay, ay, ay. Ganz egal, ob Henne oder Ei, wir reisen mit Ing Chagall in die Mongolei. Egal, ist nichts egal. Ing Chagall, ist nichts egal. Ihm ist nichts egal, ob Mongolei oder Schwaberei. Scheißegal, sagt Ing Chagall, ob Henne oder Ei, wer war zuerst dabei? Scheißegal, sagt Ing Chagall. Scheißegal, sagt Ing Chagall. Mongolei ist auch dabei. Mongolei, ai, ai, ai.
Und dann kam die Zeit von König Salomon. Salomons Siegel, die Bundeslade. Und die Königin von Saba kam ins Spiel des Lebens. Ja, das große Reich der Liebe. Königin, nein, König Salomon, der Sohn Davids und seiner Mutter Atheba, kam an die Macht. Viele Menschenleben gerettet, viele Schlachten und viele Kriege verhindert. Indem er die Prinzessinnen der Könige heiratete, die ihn angriffen. Langsam kommen wir auf die Spuren der Germanen. Feiern die Partys und die ältesten Stammeshäuptlinge treffen sich zur Besprechung und sie werfen sich das Urkorn, das Mutterkorn ein und sie mussten es verdünnen, weil es sehr giftig ist. Und verdünnt wird es mit Bier bis morgens um 4. Und wenn sie dann besoffen und wachen morgens auf, die, die es überlebt haben, das sind die wahren Germanen.
Und erst nach dem Suff wurde alles besprochen, wie es weitergeht. Seitdem ist das Bier als Nahrungsmittel immer noch in Deutschland anerkannt. Und das Reinheitsgebot des deutschen Biers ist mein hohes Ideal. Das Urkorn, das Mutterkorn, ja. Die Reinheit, ein Riesenproblem, denn um sie zu erreichen, ist sehr viel Arbeit. Bist du bereit, diese Arbeit auf dich zu nehmen? Ich sag dir, überleg dir es genau, ob du das tust. Bist du mal auf diesem Kurs? Heieieiei. Die Germanen, sie ahnen nicht, was wir hier tun. Deswegen sind sie unsere Ahnen, weil sie es nicht ahnen. Und dein Mann namens Barbarossa machte sich auf den Weg, um 1100 Kaiser Barbarossa folgte dem Weg Methusalems und er folgte dem Weg Salomons. Er baute ein großes Reich und wieder gab es ein großes Königreich und Kaiser Barbarossa, der Staufer, führte das große Geschlecht der Staufer in eine Glorie weit in den südlichen Stiefelspitz Italiens, kaufte und heiratete er alles zusammen, was ging.